Hallo und herzlich willkommen bei Taktgefühl. Ich möchte euch heute nochmal eine Springstunde von Tano und mir kommentieren. Das letzte Mal, dass wir das gemacht haben, war im, ich glaube, Februar zum ersten Geländespringtraining von Tano und mir. Und danach hatten wir auch nur noch eine Springstunde, ich glaube, eine Woche später. Und seitdem sind wir den ganzen Sommer über nicht mehr wirklich gesprungen. Das heißt, ja, unser Stand hat sich nicht sehr groß verändert. Ihr seht im Hintergrund auch immer wieder Mona, die mit mir zusammen Springstunde hatte. Und genau, wir sind gerade schon über die Stangen getrabt und galoppieren jetzt das erste Mal. Und hier seht ihr schon, dass der Tano ganz schön viel Energie hatte und ganz schön on fire war. Und deswegen auch immer mal wieder versucht, mit dem Kopf zu schlagen und so Mini-Buckler zu machen. Ja, das ist an sich nicht dramatisch. Das zieht sich aber durch den ganzen Tag, weswegen unsere Bremswege ein bisschen lang sind. Hier kommen wir das erste Mal im Galopp über die Stangen und er ist so ein bisschen schief nach den Stangen. Deswegen versuchen wir das einfach nochmal, dass wir danach ein bisschen besser geradeaus weiter galoppieren. Die meisten Fehler mache ich eh beim Springen und kommt natürlich die Kombination zusammen, dass wir da beide nicht sehr erfahren sind. Aber ich habe den Eindruck, dass dem Tano das sehr viel Spaß macht, deswegen üben wir da einfach ein bisschen dran. Und genau, hier sind wir jetzt schon das erste Mal über das Kreuz gekommen und er ist im Außengalopp gelandet, beziehungsweise im Kreuzgalopp. Das zieht sich so ein bisschen durch den Tag und das liegt auch einfach daran, dass der Tano noch nicht fliegend wechseln kann. Wir versuchen das hier jetzt einfach nochmal, dass wir auch so ein bisschen gerade anreiten und nicht diese Schlangenlinie vorher machen. Das funktioniert ganz gut, er landet trotzdem im Kreuzgalopp, versucht dann in den Außengalopp umzuspringen und ich pariere dann einfach durch und galoppiere ihn neu an, denn wir wollen noch über dieses schwarze Kreuz. Und hier seht ihr auch, dass ich so ein bisschen Sorge habe, dass er falsch landet und dafür stelle ich ihn dann sehr, sehr nach ja, in die innere, neue, innere Richtung. Das funktioniert auch, dass er dann richtig landet, aber das ist natürlich nicht der schöne Weg, denn unsere Anreitlinie an diesem Sprung ist komplett chaotisch. Deswegen wiederholen wir das Ganze jetzt nochmal. Wir kommen jetzt erst über dieses gelbe Kreuz. Und ihr seht schon, dass ich so ein bisschen manchmal den Tano bremse. Hier versucht er jetzt auch vorne umzuspringen, weil er im Außengalopp gelandet ist, aber mit der Hinterhand schafft er das eben einfach noch nicht. Galoppiere neu an und wir versuchen diese Distanz nochmal, versuchen ein bisschen gerader zu kommen. Es ist nur ein bisschen gelungen und nicht so richtig. Und hier landen wir wieder im Kreuzgalopp. Irgendwie finde ich immer, das ist ja eigentlich gar nicht dramatisch, dass die Pferde falsch landen, aber es unterbricht irgendwie den Fluss sehr und man muss sich dann immer sehr noch darauf konzentrieren, auf der Linie zum nächsten Sprung erstmal durchzuparieren, was wie gesagt an dem Tag nicht ganz so einfach war, und dann wieder neu anzugaloppieren. Und dann ist es irgendwie schwer, sich auf den nächsten Sprung zu konzentrieren. Hier ist der Tano aber schön gerade angaloppiert und hat es deswegen dann auch geschafft, im richtigen Galopp zu landen. So, nächste Runde. Wir landen wieder im Außengalopp, korrigieren das, weil er dann zwischendurch wieder in den Kreuzgalopp gesprungen ist und versuchen uns jetzt das erste Mal an dieser gebogenen Distanz von grün auf blau. Das funktioniert auch soweit ganz gut. Und damit ist die Runde auch schon zu Ende. Das nächste Mal wieder über den gelben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der ist jetzt ein Steilsprung geworden. Und dann kommen wir über den grünen. Und ihr seht, dass der Tano hier sehr drückt und dadurch den Kopf sehr, sehr tief hat und gar nicht so richtig schaut. Und ich schaffe es dann nicht, ihn hochzuholen. Und dadurch ja, sieht er den Sprung zu spät und ärgert sich so ein bisschen, dass diese Stange gefallen ist. Das ja, war im Endeffekt meine Schuld, weil ich ihn nicht hochgeholt habe und nicht so richtig auf die Linie schauen lassen habe. Das heißt, wir versuchen das jetzt nochmal, erst über gelb zu kommen und dann über den grünen. Aber ja, ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe, aber ich glaube, ich war einfach so ein bisschen durcheinander, weil er vorher so, ja, wir das gerissen haben und wir vor allen Dingen so ein bisschen bockend noch weitergelaufen ist. Und dann habe ich einfach über den Sprung alles weggeschmissen. Das war auf jeden Fall nicht so sinnvoll. Das heißt, wir machen einen dritten Anlauf und versuchen das eben nochmal. Und hier seht ihr jetzt, dass einfach sehr der Fluss fehlt und ich mich irgendwie wenig traue, weil ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, dass ich ihn mehr bremsen muss davor, was nicht so sinnvoll ist. Und dann sehe ich auch manchmal einfach nicht so ganz die Distanz und dann lasse ich ihn einfach so machen und dann ist er verwirrt. Deswegen hier das Gleiche, dass wir driften sehr nach außen, weil er nicht so die Linie weiß. Er springt dann aber noch ganz schön über das Rote und dann geht es weiter mit der Runde über das Cavaletti. Da springt er in einem Riesensatz drüber, aber er landet richtig und wir können dadurch recht flüssig weiter galoppieren. Das war ganz gut. Und dann machen wir nochmal diese gebogene Distanz von der anderen Seite. Und das macht er eigentlich sehr schön, aber ja, ihr seht, dass er sehr nah dran kommt und da jetzt einmal sehr weit und ich so ein bisschen hinter der Bewegung bin, weil einfach ja, der Fluss und das Grundtempo ein bisschen fehlt. Das habe ich aber da noch nicht so richtig realisiert, muss ich ehrlich sagen. Und das zieht sich jetzt auch ein bisschen durch die nächste Runde.
Und ja, ich meine, ich finde, es sieht fast aus, als würde der Tarno da durchparieren wollen. Das macht er nicht und das hat sich auch nicht so angefühlt. Aber wir kommen hier sehr nah, er landet im Außengalopp und ich versuche ihn durchzuparieren. Wir haben aber einen sehr langen Bremsweg. Ich galoppiere ihn wieder neu an und dann kommen wir das erste Mal über eine Kombination. Und die war eigentlich für einen Galoppsprung ausgelegt, aber der Tarno macht so einen halben noch dazwischen, weil wir eben nicht genug Schwung haben und landet dann auch wieder falsch. Deswegen versuchen wir das Ganze direkt nochmal. Ich komme nochmal über den gelben und dann eben auch nochmal über die Kombination. Ich versuche ihn wieder zu wechseln, beziehungsweise er ist im Kreuzgalopp gelandet und ja, wir machen hier nochmal einen Zirkel, um erstmal unseren Galopp wiederzufinden. Wie gesagt, der Bremsweg war ein bisschen länger und nicht so schön an dem Tag, aber jetzt kommen wir mit deutlich mehr Schwung an diese Kombination und schaffen es dann auch da ganz flüssig drüber zu gehen und dann kann er sogar richtig landen. Das hat mich sehr gefreut und das hat sich auch sehr flüssig angefühlt. Grundsätzlich ist es so, dass sich vielleicht alles sehr negativ anhört, weil es natürlich viel zu kritisieren gibt, weil ja, wir eben beides keine Profis sind, das nicht viel machen, aber ich war mit der Springstunde sehr happy. Also wir hatten bisher noch keine 10 Springstunden über unsere gemeinsame Zeit und sind halt beide nicht sehr erfahren, aber er macht das wirklich schon gut und hat ja da einfach Spaß dran. Jetzt haben wir auch schon die letzte Runde des Tages. Wir beginnen mit dieser gebogenen Distanz und hier seht ihr, dass ich mich so ein bisschen mehr traue, ihn vorwärts zu lassen und so ein bisschen mehr Grundgalopp habe. Das hat sich sehr schnell angefühlt, auch wenn es gar nicht so schnell aussieht. Und das ist das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass wir einfach eine harmonische und flüssige Runde haben, weil er so ein bisschen durchgaloppiert und richtig landet und ich mich dann einfach darauf fokussieren kann. Hier habe ich kurz vergessen, wo wir lang mussten. Deswegen baue ich einfach einen großen Zirkel an, denn wir mussten über diese Kombination. Das heißt, ja, ich gehe einfach nochmal neu durch die Ecke und reite normal an. Aber auch hier ist genug Schwung dahinter und das Ganze läuft ganz flüssig ab und ich kann mich da so ein bisschen durchtragen lassen. Und jetzt versuchen wir nochmal diese Distanz und um nicht diesen Schlenker reinzumachen wie die letzten Male, hatte ich den Tipp bekommen, in Außenstellung zu reiten und das hat sehr gut funktioniert. Ja, das war dann auch die letzte Runde des Tages und ein sehr, sehr gelungener Abschluss, wie ich finde. Und das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das kommentierte Training gefallen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr, ja, einfach kommentierte Trainingseinheiten sehen wollt. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und noch schöne Feiertage und bis zum nächsten Mal. Tschüss!